hierzu kommt auf 42,5 und 20 Jahre über 50%. SPD 26,5 deutlich verbessert. FDP 4,5. Wahlparty zur Bundestagswahl 2013 im Hagener Rathaus an der Volmer. Gut besucht war sie bereits kurz vor 18 Uhr bis in den späten Abend. Für einige gab es Überraschungen, gleich welcher Art. Auch wenn die endgültigen Ergebnisse erst am frühen Montagmorgen feststehen, Gewinner unter den Hagener Direktkandidaten ist der SPD-Bundestagsabgeordnete René Röspel. Hier also einige Interviews, die wir für Sie am Abend eingefangen haben. So, einer der Sieger heute Abend hier in Hagen zumindest hat gesagt, der Trend sieht gut aus, René Röspel von der SPD. Die Stimmung zum Abend heute? Ja, meine persönliche ist ganz gut. Ich will mich bei allen Wählerinnen und Wählern, aber auch den Helfern im Wahlkampf danken. Dafür glaube ich, dass schon bewertet worden ist, wie meine Arbeit in den letzten Jahren im Wahlkreis war, dass ich vor Ort war. Und das freut mich natürlich persönlich sehr, dass es so aussieht, dass ich mit einem recht guten Ergebnis auch wiedergewählt werde. Es wird sich noch einiges bewegen heute Abend. Was meinen Sie, was ist da noch drin? Auf Bundesebene werden wir die ganze Nacht sicherlich durchgucken, wie sich das entwickelt. Ganz klar ist, Schwarz-Gelb ist abgewählt. Und Frau Merkel muss sich jetzt Gedanken machen, wie sie eine neue Regierung bildet. Es wird viele Überlegungen jetzt geben in Berlin, wie setzt man sich zusammen, wie konzentriert man sich, haben Sie irgendwie eine Ahnung, wie das aussehen könnte? Nein, das hängt noch vom endgültigen Ergebnis am Montag früh ab. Und wenn es für Frau Merkel reicht, alleine zu regieren, wird sie das große Problem mit Seehofer haben. Aber vor allen Dingen ihre Wahlversprechungen muss sie dann umsetzen, was ihr nicht gelingen wird, ohne dass sie das auf jemand anderes abschieben kann. So, die Würfel sind noch nicht ganz gefallen. Es wird sich noch so einiges an einigen Zahlen noch bewegen an diesem Abend. Und ich glaube, es wird eine lange Nacht geben. Die Stimmung ist gut, hat uns Frau Jussow gesagt von der CDU. Wie sehen Sie den Abend heute Abend? Also es ist ein grandioses Ergebnis für die Bundespartei. Wir haben bundesweit 8% zugelegt. Das ist natürlich eine grandiose Leistung und zeigt, dass die Menschen mit unserer Partei, unserer Kanzlerin vertrauen, dass sie sich wünschen, dass sie weiter Kanzlerin bleibt. Für Hagen gibt es auch einen Zuwachs im Vergleich zu dem Vorwahlergebnis. Und das finde ich persönlich natürlich auch großartig und freue mich, dass wir da auch zulegen können. Wir haben einiges bewegt, Sie sind viel unterwegs gewesen, Sie haben sich mit Hagen dann unterhalten, wir haben darüber berichtet. Auch, wie bleibt denn jetzt wohl dieser Zusammenhalt zu Hagen mit Ihnen? Heute Abend gucken wir erstmal, wie das Ergebnis für die Bundestagswahl 2013 läuft. Alles Weitere werden wir dann im Gespräch mit der Partei entscheiden. Und deswegen bleibt jetzt erstmal abzuwarten, was heute Abend dabei rauskommt. Okay, sind viel umschwärmt, deswegen wollen wir es nochmal kurz machen, aber Ihr Weg nach Berlin ist doch eigentlich doch noch möglich, oder nicht? Noch was? Ihr Weg nach Berlin ist doch eigentlich jetzt noch möglich, oder? Also aufgrund der guten Listenplatzierung ist die Chance relativ gut. Wie es letztlich ausgehen wird, weiß ich noch nicht. Also ich habe noch keine Nachricht bekommen, aber ich bin zuversichtlich, dass es klappen kann. Das heißt mal zu den ersten Stimmen, wie gesagt, es wird sich noch vieles bewegen bis absolut, morgens früh. Ja, okay. Danke. Der Direktkandidat der Grünen hier in Hagen, Frank Steinbender, mit einem Ergebnis, mit dem er zufrieden sein kann? Nein, natürlich können wir nicht zufrieden sein. Also ich kann nicht zufrieden sein in Hagen. Wir können insgesamt im Bund nicht zufrieden sein. Es gibt sozusagen ein Ergebnis, das mich freut, ist, die FDP ist draußen. Und die ist sowohl im Bund draußen als auch hier unter 5%. Das ist sozusagen das einzige Positive, was ich ja jetzt mitnehmen kann. Jetzt könnte ich noch rechnen, dass die Erststimme ich weniger verloren habe, als der Bundesdurchschnitt verloren habe, aber
das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Die Grünen waren sehr aktiv im Wahlkampf, gerade auch auf der Fußgängerzone. Nach der Wahl ist vor der Wahl, die Kommunalwahl steht vor der Tür. Wird jetzt schon überlegt, wie gehen wir da ran, was wird schon angefasst? Naja, die Pläne stehen, wann wir das Wahlprogramm wie zusammenstellen. Wir haben da schon im Frühjahr mit angefangen, uns darüber Gedanken zu machen. Wir werden jetzt in Kürze die Listenausstellung machen und wir werden uns mit wem zusammen natürlich überlegen müssen, entwickeln wir eine Wahlkampfstrategie, die besser ist als die wir jetzt im Bund hatten, um auf lokaler Ebene deutlich Präsenz zu zeigen, natürlich. So ein Wahlkampf funktioniert für einen Direktkandidaten nicht alleine, da sind doch viele helfende Hände auch dabei gewesen, oder? Ja, insbesondere die Ortsverbände auch aus den Wahlkreis N, Gefelsberg, Schwelm, Ennepetal-Breckerfeld, wo wir ja traditionsgemäß gar nicht so viel Kontakt zu haben. Auch da hat die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert, die Hagener natürlich sowieso. Und wir haben ja gemeinsam die Stände gewuppt. Die Podiumsdiskussion habe ich alleine getragen, mit Unterstützung aus dem Publikum dann teilweise. Also hat Spaß gemacht, der Wahlkampf, auch insbesondere mit den Grünen gemeinsam. So, auch einige Überraschungen im Ergebnis der Linken und bei uns der Fraktionsvorsitzende Jan Hagen der Linken, Ingo Henschel, wie sie sich heute Abend. Also die Überraschung, da direkt darauf einzugehen, ist absolut gegeben, weil bei den Anti-Wahlkampf, den die CDU betrieben hat, dass sie da so viele Wähler motivieren konnten, ist schon sehr überraschend. Über den Ergebnis der FDP kann man sich nur freuen, wenn man definitiv ehrlich ist. Ich habe auch kein Mitleid, wenn man sich die Politik anguckt, die die SPD FDP betrieben hat. Und unser Ergebnis, ich hätte uns eigentlich lieber noch 1-1,5% weiter vorne gesehen, aber mit den Ergebnissen im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden. Vor der Wahl ist nach der Wahl. Es geht jetzt auch schon straff auf Mai zu, auf die Kommunalwahl. Gibt es jetzt neue Konstellationen, Beratungen? Wie geht man vor? Oder schaut man nochmal, was haben wir noch vergessen? Das muss man definitiv anders sehen. Wir müssen überlegen, die Stadt Hagen ist mit fast 1,4 Milliarden Euro verschuldet. Auf das NRW der Wahl will ich jetzt im Einzelnen gar nicht eingehen. Wir haben jetzt im Herbst haben wir das nächste HSB und da bin ich gespannt, wie sich die sogenannte Opposition in Hagen dazu verhalten wird, weil ich sehe keine weiteren Einsparungsmöglichkeiten irgendwo im sozialen Bereich und da muss sich die SPD eben eindeutig zu stellen und eine qualifizierte Äußerung zu abgeben. So, heute Abend auch vielleicht ziemlich überrascht. Katrin Hennig-Klar von der SPD. Ihre Meinung zum Abend heute? Naja, ich hätte mir einen schöneren Abend gewünscht. Ich glaube, dass klar in der letzten Legislaturperiode Fehler gemacht wurden. Ich glaube aber auch, dass gerade die letzte Woche uns geschadet hat, wenn man sieht, dass unser Spitzenkandidat sagt, Merkel, FDP wählen, damit Merkel Kanzlerin bleibt, so rum. Fällt mir immer noch schwer, das irgendwie hintereinander zu bringen. Glaube ich, dass damit ein wirklich großer Fehler gemacht wurde, weil ich persönlich bin eine stolze Liberale. Ich weiß, dass ich für ausgeglichene Haushalte streite und gegen Bevormundung, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und ich glaube, dass uns diese Kampagne einfach nicht gut getan hat. Wir können selbstbewusst hinter unseren Inhalten stehen und wir müssen jetzt sehen, wie wir uns neu aufstellen und auch unsere Inhalte besser kommuniziert bekommen in den nächsten Jahren, um natürlich dem nächsten Europaparlament, dem nächsten Stadtrat in Hagen und auch dem nächsten Landtag und Bundestag wieder stark anzugehören. Sehr viel Wahlkampf, zumindest auf der Fußgängerzone auch, haben die Piraten hier in Hagen gemacht, die von Anfang an dabei waren, noch zum Schluss mal wieder da sind. Heute mit einem Ergebnis, wo sie doch so ein bisschen überrascht sind. Also das Ergebnis spiegelt bestimmt nicht die Stärke unseres Wahlkampfes in Hagen wieder, weil wir da wirklich 100% gegeben haben. Es war vorhersehbar. Ich habe es mir so gedacht und enttäuscht ist keiner von uns. Enttäuscht ist keiner, aber trotzdem hätte man sich da doch so ein bisschen bundesweit über 5% mindestens gefreut. Also gefreut hätten wir uns bestimmt, das ist ganz klar.
Und es bedeutet ja auch weiterhin, dass unsere piratigen Themen unbedingt in den Bundestag müssen. Ja, jetzt ist es jetzt nicht passiert. Es war übrigens auch erst die zweite Bundestagswahl seit der Gründung der Piraten. Also vielleicht hat es uns gezeigt, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber wir kommen. Und das ist das Wichtigste. Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Hat es vielleicht daran gelegen, dass vielen Menschen so die Ziele oder die Programme der Piraten noch nicht so ganz klar sind, wie sie es eigentlich sein sollen? Ich gehe mal davon aus, dass auch die Ziele und der Programme der anderen Parteien, wenn sie gewählt werden, den Wählern nicht immer so ganz klar sind. Aber bei uns, also wir waren wirklich sehr präsent, es hätte sich jeder informieren können. Vielleicht lag es daran, vielleicht diese Wahl hatte viele Überraschungen. Eine war von dann auch diese. 15% hört sich mehr. Für Hagen zumindest hat sich doch ein kleines bisschen bewegt bei den Piraten, oder? Ja, es hat sich ausgezeichnet, dass wir gestern noch 300 Piratensäbel unter die Kinder in Hagen verteilt haben und 5 Kilo Popcorn. Und unser Ergebnis hat sich in Bezug auf die letzte Bundestagswahl um die Hälfte verdoppelt. Und das ist schon ein toller Erfolg, den wir uns selber zuschreiben können. Also wir haben ein Zwischenergebnis noch vor 20 Uhr. Wir müssen jetzt mal schauen, was wird da im Laufe des Abends noch passieren. Nach aktuellem Stand wird die FDP nicht mehr im neuen Bundestag sein. Die CDU hat ein richtig ordentliches Ergebnis. Ich bin jetzt nicht froh, weil damit deutlich wird, dass viele Menschen heute ihre Stimme abgegeben haben und wahrscheinlich am Montag ihre Stimme nochmal dringend brauchen, um für die nächste Zeit das, was wir vor den Wahlen eingefordert haben, auch lautstark weiter im Gespräch zu halten. Weil es ist eben nicht sicher, ob wir jetzt Mindestlohn auf den Weg bekommen. Es ist nicht sicher, wie wir in der Tarifpolitik gute Arbeit durchsetzen. Aber ich denke mal, es ist erstmal ein Ergebnis, das liegt vor und wir werden in den nächsten Tagen schauen müssen, wie stellt sich eine neue, für mich überhaupt noch nicht einzuordnende Bundesregierung in diesem Lande auf. Ein zusätzliches Ziel des DGB unter anderem ist das Umverteilen beispielsweise auch auf die Kommunen. Wie sehen Sie da im Moment die Chance und dass sich da etwas bewegt? Also ich hoffe, dass wir jetzt sozusagen in den nächsten Tagen nochmal die Kräfte sammeln und gucken, dass die Forderungen ja berechtigt da bleiben. Wir werden notwendigerweise die Umverteilung durchsetzen müssen, wenn wir die Kommunen nicht ins Desaster laufen lassen wollen. Und wir haben im nächsten Jahr die Kommunalwahl und da, denke ich mal, ist es auch möglich, ein breites Bündnis hinzukriegen, das da sagt, vor den Kommunalwahlen brauchen wir Perspektiven für die Kommunen, weil wir ansonsten Kommunalwahlen zu Themen machen, wo die Räte dann nichts mehr zu entscheiden haben. Und das kann so nicht sein.